Hallo und herzlich willkommen hier zu Discworld. Es geht wieder weiter hier. Ja, Leute, den Kobold zu befreien, das ist eigentlich sehr leicht. Ich habe mich da bloß irgendwie verklickt oder so oder falsch geklickt, ne? So, wir gehen mal wieder hier in die Tür rein. Und jetzt war es Doppelklick auf den Kobold, glaube ich. Ja, schon, aber er haut ab. So, jetzt haut er durch die Spüle ab. Sehr schön, er hat durchs Rohr und... Ja, ins Mauseloch ist er rein, ja. Gut, der Alchemist hat es jetzt natürlich nicht mitgekriegt, aber die ganze Zeit mal an die Kamera wollten, hat er gesagt, ja, lass den Kobold in Ruhe, ne? Ja. ja, sehr dumm, ne? Aber ja, da ist der Lego halt mal wieder nicht draufgekommen. Jetzt hockt der hier im Loch drin. Hm, Heim einer gewöhnlichen Maus, wenn ich mich nicht irre. Ja, und jetzt hockt er noch... Du irrst dich nicht! Das war der Kobold, aber ja... So, jetzt müssen wir den Kobold rausholen. Haben wir noch den Wurm in der Tasche? Nein, haben wir nicht. Ja, nichts falsch verstehen, Leute, ne? So, ich meine wieder mal nicht das, was ihr meint vielleicht. So, Wurm vors Loch. Ja, ich weiß gleich, dass der vor mir steht. So ein dickes Seil. Yes! So, jetzt haben wir einen Kobold. So, unser Wurm ist jetzt wahrscheinlich weg, ja. Nervtötende kleine Kerle, diese Kobolde. Ja, gut, okay. Wir tun den Kobold mal in die Truhe. Ich glaube, da ist er besser aufgehoben wie in unserer Tasche. So, jetzt haben wir auch noch die Streichhölzer, ne? Da habe ich ja gedacht, im Keller der Bar können wir darum suchen. Das ist aber nicht der Fall. Mir ist jetzt auch noch so eine Idee gekommen, ja, wir hatten ja noch irgendwo, wo wir auch kein Licht hatten, ne? Im Schloss, da müssen wir jetzt sowieso hin. Oder was heißt Schloss? In die Universität, meine ich natürlich, ne? Ja, in der Besenkammer zum Beispiel, da konnten wir noch nicht gucken, was da drin ist. Da haben wir gedacht, vielleicht können wir uns ja mit den Streichhölzern Licht machen. Oder war da eine Laterne, um anzünden können? Ich weiß es nicht genau. Oder eine Fackel, ne? Da war ja eine Fackel am Eingang zum Beispiel. So, hier heißt es Objekt. Es könnte zum Beispiel eine Fackel sein, ne? So, Truhe, komm mal her. Streichhölzer. So, Objekt. Doppelklick. Jo, es ist eine Lampe. Nobel geht die Weltsekunde. Seht ihr mal. Es war kein Lichtschalter. So modern sind die nicht. Wir haben hier keinen Strom mehr, der Magie sein können oder irgendwas. Regale, da ist ein Paket. Ja, mal gucken. Wir gucken mal, was es hier so alles gibt. Beleuchtung. Wundervoll. Hier gibt es jeden Komfort. Jo, das musste ich jetzt einfach mal angucken. Können wir die eigentlich mitnehmen? Das funktioniert. Nö. Die können wir nicht mitnehmen. Gut, da ist nichts mehr auf der Seite. Man muss das Bild immer abscannen bei solchen alten Spielen, war das eigentlich immer Pflicht, ne? Ja, das war genauso mit dem Stall, den ich die letzte Folge dann noch gefunden habe. Ja, habe ich zwar auch mehrmals geguckt auf dem Bild. Ja, wenn du es dann nicht findest, dann such nochmal. Und wenn du dann immer noch nichts findest, such es einfach nochmal ab, ne? So ist es einfach, ne? So, Paket. Neue im Nu-Stärke. Lässt alles steif werden. Könnte unter gewissen Umständen durchaus nützlich sein. ja, nicht das, was jetzt vielleicht jeder denkt, ne? Ja, so. Mann, ist das ein versautes Spiel. So, Truhe. Hier rein. So. Regale. Oh, Reinigungsmaterial. Ich wusste gar nicht, dass hier jemand sauber macht. Das hiesige Personal bleibt nie sehr lange. Ja. Meistens suchen sich die Bediensteten schon nach kurzer Zeit einen Job, der mehr Sicherheit bietet. Oder sie verwandeln sich. Ja, wie der Affe in der Bibliothek, oder wie? Naja, gut. So, haben wir sonst noch was in den Regalen? Nö, das war jetzt nichts. Nur wegen der doofen publischen Stärke mussten wir hier jetzt rein. Naja, gut, das hat sich ja jetzt gelohnt, ne? Dafür lassen wir jetzt auch die Lampe an. Das ist jetzt total wurscht hier. So, Leute, wir haben jetzt alles, was im Buche steht. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zum Erzkanzler, ne? Ich glaube, der Koch ist schon wieder... Moment, das können wir gleich mal gucken. Ist der schon wieder in seiner Küche oder ist der noch beim Erzkanzler? Ich will das jetzt aber mal checken. Den haben wir ja das letzte Mal aus der Küche rausgegrault. So. Nö, der Koch ist... ja, er hat seine Mütze an den Nagel gehängt, was wir wollen. Der ist nicht mehr da, oder? Er ist noch beim Erzkanzler und der stolpert jetzt gleich mal über den Koch hier, sozusagen, der dann hier rummeckert. So, dabei war es diesmal ja keine Magie. So, Zimmer.
Nö, Koch ist nicht da, also gut. Der hat wohl gekündigt, ja, so wie es ausschaut. So, Herr Erzkanzler. Gilt hier als Oberhaupt und nun... Das wollte ich nicht, wie macht man das? Die Arbeit ruft! Ja, dann lasse rufen. Verlieren wir keine Zeit mit müßigem Gerede. Entschuldige. Ich habe die meiste Zeit über geschwiegen. Du brauchst nichts mehr zu sagen. Ja, so, vielleicht müssen wir ja mit den Sachen vor seiner Nase rumwinken. Also, wir hätten da erstmal eine Bratpfanne, ne? Herr Kanzler, bitteschön. Gut, geh jetzt. Es gibt noch immer viel zu tun. Ach, man hätte schon die ganze Zeit abgeben können. Ich habe jetzt aber erstmal alles gesammelt, ne? Wie wär's mit dem Stab? Gut, geh jetzt. Es gibt noch immer viel zu tun. Ja, okay, da wird man wohl den Gong in der Kantine nicht mehr anschlagen können. Da habe ich ja gedacht, man kann damit den Gong schlagen, aber geht nicht. Ja, wir haben immer noch so viele Sachen. So, was war es noch? Den Dünger genauso auf den Tisch. Der Drachenodem. Gut, geh jetzt. Es gibt noch immer viel zu tun. So, und dann noch den Kobold. Den wollte ich jetzt einfach ganz zum Schluss. Wir können dann auch einen Frosch nehmen. Das sieht auch grün aus. So. Ja, einmal Kobold. Gut, geh jetzt. Es gibt noch immer viel zu tun. Ah ja, der Lockenwickler, genau, das war es ja noch. Weil du bleib doch mal stehen. Immer rennen die da durch den Raum. Das wird mich kehren, Mann. So, der Lockenwickler, der müsste als Spule dienen können. Bitteschön. Ausgezeichnet, ein guter Mann, der Mann. Ja. Die jetzt. Langweilige Arbeit hast du hinter dir. Jetzt brauchen wir einen heldenhaften Zauberer, der den Drachenhort aufsucht, um das Gold, den Ruhm zu erwerben. Jawohl, Gold, das denken wir uns. Ach, schön, Bremswind. Du darfst jetzt gehen und versuch dich hier nützlich zu machen. Für Faulpelze gibt's keine großen Mahlzeiten mehr. In Ordnung. Naja, wir haben jetzt unseren Pfannkuchen. Nun, ich schleiche einfach durch diesen Korridor fort, ja? Aha, bis dann, Rindstorm. Yo. Du kümmerst dich um das Gold. Ich meine um den Drachen. Du erledigst hier alles. Ja, genau. Vielleicht sollte ich dir Hilfe anbieten, Herr. Immerhin habe ich direkte Erfahrung mit dem Apparat fürs Drachenfinden. Soll das ein Witz sein, Mann? Wir brauchen jemanden, der Charakter und Mumm hat, dem es nicht an Kraft und Schleue mangelt. Woraus folgt, wir brauchen jemand anderes als dich. Ja. Was hat 100 Augen, trinkt Blut und isst Purpurn? Meine Güte, Junge. Woher soll ich das wissen? Ein Geschöpf dieser Art steht hinter dir, Herr. Ich hoffe, es war kein wertvoller Läufer. Abgelenkt. Ah. Ah, das ist schon geil, Leute. Jetzt haben wir diesen Drachensucher, der fiepst wie so ein... Ja, wie nennt man das? Ach, diese... Nicht Winchelrute, Metalldetektor, genau. So, wo müssen wir da jetzt mit hin? Ich habe keinen Plan. Müssen wir jetzt in die schwarzen Lande, oder wie? Oder einfach durch die Stadt rennen, wie ein Blöden. Ah, da fängt es mir an zu fiepsen. keine Ahnung. Ja, da war es wieder schwächer. Wir sind hier im Park irgendwie, ne? Yo. Da unten war es ganz gut. Ah. Gold! Reich! Ich bin reich! Ich bin sagenhaft vermögend! Ich bin angenehm wohlhabend! Genau, lad mal alles in die Truhe rein. Ich kann das alles tragen. Es gehört alles mir! Und kein blöder Zauberer wird's mir wegnehmen. Oh oh.
Der Drache, ja. Nun, als ich eben blöd sagte, meinte ich natürlich keinen Mangel an Geist, Charme, Charisma, Attraktivität, Zähnen, Krallen. Sei still. Ja, Herr. Ich bin jetzt still, Herr. Ich bin erzürnt, kleiner Mann. Ich bin erzürnt und traurig. Eine böse Bruderschaft hat mich von meinem alten Ruheplatz hierher geholt und zwingt mir ihren Willen auf. Also das geht ja mal und gar nicht. Sie verwendet mich für unheilvolle Zwecke. Sie stecken in meinem Kopf. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Eigentlich liegt mir nichts daran, irgendjemandem Leid zu bescheren. Ich möchte nur in meine Heimatdimension zurückkehren. Such die böse Bruderschaft und neutralisiere jenen Zauber, der mich beherrscht. Sonst bin ich erneut gezwungen zu zerstören und zu töten. Okay. Ich kann der dunklen Macht nicht mehr lange widerstehen. Ja. Wie kann ich den Zauber neutralisieren? Finde heraus, wer zur geheimen Bruderschaft gehört. Jeder von ihnen besitzt ein goldenes Schmuckstück. Mit jenen 6 Artefakten rief man mich hierher. Bring sie mir, dann kann ich das mentale Joch der Bruderschaft abstreifen. Okay. Ja, aber wo soll ich nach der Bruderschaft suchen? Du hast gesagt, sie ist geheim. Finde jenen, der das Drachenbeschwörungsbuch aus der Bibliothek der unsichtbaren Universität stahl. Er wird dich zu den anderen führen. Okay. Nun, ich schätze, ich sollte mich sofort an die Arbeit machen, oder? Ja, ZZ. Oh, übrigens, man bereitet mich für echtes Verheeren vor. Wenn es dir nicht gelingt, die Pläne der Bruderschaft zu vereiteln, dann benutzt man dich im nächsten Winter, um einen glatten Pfad zu bestreuen. Ja, als Asche. Okay. Oh, verstehe. Gibt ja noch mal Zauerei. Yo, Trommelwirbel! Akt 2! Yes! Jubel, Applaus, Applaus, Applaus! Es sieht auch nicht, nicht bei Kermit hier, ne? Das Kermit von der Sesamstraßendache. So, okay, also, dann hätten wir ganz am besten den Drachen festgebunden, damit er nicht irgendwas machen kann, oder? Das wäre doch viel besser gewesen im eigenen Interesse des Drachens, wenn er schon so mit uns reden kann, so vernünftig, und er ja nur gezwungen wird, sozusagen Sachen zu machen. Dann hätte man ihn doch einfach so festbinden sollen, damit er nichts mehr machen kann. Spiel zu Ende, alles gelöst, ne? Oder wir hätten da jede Menge Zeit, die Leute zu finden. Ich gehe nochmal kurz in die Scheune, ob da noch was ist jetzt hier. Die Maus auf dem Heuballen war ja auch witzig, ne? Heu. Sieht wie trockenes Gras aus. Ja, was ist Heu? Trockenes Gras. Yo. Das funktioniert. Können wir es anzünden? Das muss einfach mal sein. Das funktioniert. Was? Es funktioniert nicht? Na gut, wäre ja auch blöd, ne? So. Können wir da nochmal zum Drachen? Also müssen wir jetzt 10 Gegenstände bringen. Ein Schraubendreher. Das ist hier falsch geschrieben. Das steht hier nur falsch, ne? Ja, ihr wisst, wenn ihr schon öfters bei mir Spiele geschaut habt, ich sage immer nur Schraubendreher dazu, weil das auch einer ist. So. Gut, dass wir hier nochmal her sind. Truhe. Komm mal. Diese Truhe. Mensch, so. Einen Schraubendreher. Ja. So, den Nagel nehmen wir nicht mit. So, einen Drachen können wir auch noch einpacken. Den wir jetzt das ganze Gold natürlich geklaut haben. Warum ist es eigentlich so ein Klischee, dass Drachen immer Gold sammeln oder so? Das ist doch wirklich, Oder was ist da dran? Warum? Was will der damit mit dem Plundern? Loch. Oh, guck mal. Ein großes Loch. Das funktioniert nicht. Ja, was soll da funktionieren? Meine Güte. Ja, meine Güte. Sieht aus, als sei es von einem Elefanten verursacht worden. Nee, falsch. Rat nochmal. Biep, biep, biep. Hier ist es richtig. So, Drache. Ein großer, schuppiger, die ganze Stadt bedrohender, Häuser niederbrennender, heißes Unheil bringender. Ja, ist ja schon gut. Und auch seltsam majestätisch wirkender Drache. Ja, der Drache tut doch normalerweise kein was. Er will einfach nur seine Ruhe haben, ne? So wie ich manchmal auch. Kann man mit dem jetzt nochmal reden, oder was? So etwas sollten wir besser vermeiden. Zauberer und Flammen vertragen sich nicht. Wer weiß. Tja,
Du willst ja keine Asche sein, weil es gibt auch Sauerei, wenn man dich dann hier verstreut, ne? Das funktioniert nicht. Ja, nee, ich will ja die Tür gar nicht zumachen. Ich will einfach nur rausgehen. Ja, immer das Doppelklingen und Einfachklingen, das nervt ein bisschen. Ja, so, wo könnten wir denn anfangen? Ja, ich würde mal, warte mal, wir haben jetzt einen Schraubendreher. Ein Schraubendreher plus ein Dietrich wäre ja, um eine Tür zu knacken. Ja, Dietrich haben wir jetzt zwar nicht. Vielleicht können wir ja auch, wir konnten jetzt zum Beispiel immer noch nicht ins Wirtshaus rein, ne? Da muss auch noch irgendwas passieren. Also ich gehe jetzt mal hier. Oh, die hat geöffnet. Und jetzt wollte ich gerade die Tür hier meisterhaft knackend hier öffnen. Naja, gut. Andererseits, ganz offensichtlich hält sich dort niemand auf. Also gehen wir hier mal rein, ne? So. Ja, hier kommt man rein und da steht gleich ein Bett. Was soll denn das? Was? Halt, Laken. Was hat es mit diesem Fleck auf sich? Das will ich gar nicht so genau wissen. Nee. So, okay, einmal Laken. Weißt du halt für was? Pack mal mit, können wir uns ein Geisterkostüm basteln? Sonst noch was? Riecht ein wenig komisch, dieses Bett. Ja, das kann allerhand sein, warum das riecht, aber da wollen wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen, meine ich. So, wir gehen mal weiter. So, hier, das ist doch keine Kneipe, das ist ein ganz normales Wohnhaus hier, oder? Ein Schaumbad. Extra schaumig mit dem derzeit so populären Zitronenaroma. Hm. Ja, wie immer nehmen wir das natürlich auch gleich mal mit. Schaumbad, Tildi, hier, bitteschön. Wir sammeln erstmal wieder Items, ne? Haben wir noch genug andere? Haben wir noch einen Spiegel? Was für ein groteskes Gemälde. Das bist du selber, weißt du das? Das funktioniert nicht. Okay, kein Spiegel für uns. Toilettenartikel. Eau de Toilette. Ah ja, das nennt man Eau de Toilette. Ich hab's immer für ungesund gehalten, sich Toilettenwasser ins Gesicht zu spritzen. Ja. Toilettenwasser. Können wir da was mitnehmen? Das funktioniert nicht. Nee, wir haben ja schon ein Schaumbad. Okay. Eine Hausordnung. Was steht denn hier? Wenn du das Bad benutzt, so denk bitte an unsere anderen Gäste und lass es sauber zurück. Mhm. Wenn du Wasser aus dem Ank verwendest, so vergiss nicht, vor dem Bad dein Testament an die Tür zu heften. Alles klar, das war schon. Na, ich hätte auch gesagt, wenn du dein Geschäft verrichtet hast, dann mach die Türe auf, das Fenster auf und mach die Schlüssel wieder sauber und so weiter, ne? Der Nächste dankt dir auf jeden Fall. Oh, da haben wir noch einen Seifenspender. Seife aus dem Hahn? Der Fortschritt hält so manche Überraschung parat. Ja, why not? Okay, ja. Das bringt nichts, das können wir nicht mitnehmen. So, dann haben wir noch ein Bad. Ah, jetzt ist eine Badewanne. Klingt vielversprechend. Was, echt? Okay. Kannst du dich da reinlegen? Das funktioniert nicht. Okay, auch nicht. Alles klar, dann haben wir wohl alles, was hier in dem Raum wichtig ist. In Gutski. Ja, von wegen Kneipe. Entweder ist es ein Übersetzungsfehler oder ich weiß es auch nicht. Weil eine Kneipe sehe ich nicht, wo man gleich hier in den Raum reinkommt, dann steht hier ein Bett. Und ein Bad, naja. So, okay, da gucken wir mal, ob jetzt jemand sitzt oder so noch. Ich will hier lang. Nee, hier ist niemand, alles klar. Aber jetzt war ja zufällig offen, das ist ja auch lustig, ne? Die ganze Zeit war ja hier niemand, oder ja, ist ja auch niemand, aber die ganze Zeit war hier dicht. Hm. Okay. Warte mal, warte. War da noch irgendwas an der Wirtschaft? Es ist ja keine Wirtschaft. Ich will da mal ganz kurz gucken, ne, dass wir was übersehen haben, ne? Also hier kann ich nicht lang. Hier kann ich auch nicht lang. Ich guck trotzdem nochmal, ne? Weil, wie gesagt. Also, nur das Spiel. Das funktioniert. Was für ein. Ja, Gemälde. Ne, hier ist nichts mehr. Nur zur Sicherheit, ne? Ja, nee. Moment. Nee, das bist du. Okay, alles klar. Ja, so, dann sind das wir doch. Funktioniert. Ich will hier raus. Dann sind wir hier doch fertig. So. Gehen wir.
So, wo gehen wir als nächstes hin? Also wir haben ja jetzt hier Seife, nee, nicht Seife, Schaumbad. Wozu könnte die Schaumbad gut sein? Aber jetzt kann ja auch wieder was alles anders ein bisschen sein. Wir sind jetzt in den neuen Akt. Jetzt war jetzt zum Beispiel hier die Kneipe offen. Jetzt ist mal überall nochmal hingehen und schauen, wie es weitergeht, ne? Zum Beispiel am Park. Vielleicht sitzen da jetzt ein paar Leute auf der Bank. Tun's nicht, okay. Nö. Ach ja, ich liebe diese alte Musik von damals. Ja, es erinnert mich halt dann immer wieder so ein bisschen hier an Monkey Island. Das war halt auch grandios zu damaliger Zeit schon. Aber ja, auch alles gespielt. Könnt ihr bei mir auf dem Kanal gucken. Einfach mal danach suchen nach Monkey Island. So, Gasse, Platz. Ja, gucken wir mal ein Stadttor. Vielleicht ist da was Neues. Halten Sie da noch Wache? Ja, der schnarcht hier oben, okay. Können wir denn nochmal reden? Ah, der übliche junge Mann, der ebenso unerfahren wie eifrig ist. Warte mal, Kiste. Was ist das denn? Achtung, Sprengstoff. Das war letzte noch nicht, oder? Können wir? Ja, wir können ja einfach reingreifen, das interessiert... und Fass. Wir können einfach reingreifen. Das funktioniert nicht. So. Ja, ich wollte ja nichts miteinander kombinieren. Manche Sachen kann man tatsächlich. Feuerwerkskörper, ah ja, okay. Und ein Sprengfass. Oder? Ist es ein Sprengfass? Kleines Fass, ja, was Schießpulver drin. Offene Kiste. Davon habe ich bereits ein Exemplar. Knallkörper. Hey, das ist gefährlich. Jemand sollte die Burschen einsperren. Schießpulver. Hey, das ist gefährlich. Jemand sollte die Burschen einsperren. Ja. Okay. Gut. Also ich habe ja gesagt, jetzt kann man überall wieder mal was Neues entdecken oder auch nicht. Warte mal, hier ist der Pfeil. So, wo kann man denn noch hingehen? Ah, ja, zur kaputten Trommel. Genau, das steht hier falsch. Der kaputten Trommel können wir auch noch mal gehen. Hier vorne ist nichts anders. Da ist nur der Rauschmeißer. Können wir dem nochmal reden? Nun, um rausgeschmissen zu werden, muss man erst hoffentlich ist er... Ja. So, das haben wir ja geklärt, die Sache hier. So, ist hier jetzt was anders? Ja gut, die sind immer noch hier, die Burschen hier. Der ängstliche Bursche. Nun, Angst scheint eine durchaus verständliche Reaktion auf diesen Ort zu sein. Ja, ich sollte mir diese Möglichkeit offen halten. Irgendwas will er mit dem, vielleicht müssen wir mit dem mal reden hier. Nein, fort mit dir. Keine Geister, keine Geister. Immer mit der Ruhe, ich bin Zauberer. Ich gebe dir einen aus. Was hat es mit den Geistern auf sich, Teuerster? In meinem Zimmer. Ein grässliches Wesen aus der scheußlichsten aller dunklen Tiefen. Es nahm einen Passierschein fürs Tor und verschwand damit. 30. Ich werde den Schrecken nie vergessen. Den Passierschein fürs Tor. Du hast von nie vergessen gesprochen. Bedeutet das, du kannst einen kompletten Bericht erstatten mit allen Einzelheiten und so? Oh, ich denke schon. Hast du was dagegen, wenn ich mir alles notiere? Sollte ich mich nicht auf eine Couch legen oder so? Meinetwegen. Wir sind kein Psychiater. Fühle ich mich dadurch besser? Nein. Erzähl mir vom Passierschein fürs Tor. 38. Passierschein? Ja, 38. Entschuldigung, habe ich Passierschein gesagt? Erzähl mir vom Geist. Es war entsetzlich. Da stand er. Wirkte richtig geisterhaft und so. Eine Erscheinung, die direkt aus den Kerkerdimensionen zu kommen schien, sauste genau auf mich zu. Das etwas. Ich habe ein schwaches Herz. Fiel auf der Stelle in Ohnmacht. Bist du ohnmächtig geworden, ohne etwas zu beobachten? Zum Beispiel die Aktivitäten des Geistes? Nein, ich habe nichts gesehen. Abgesehen davon, dass der Geist und das Schmuckkästchen griff. Den Brieföffner aus dem Geheimfach nahm. Dann einen Brief öffnete, den ich unter der Matratze versteckt hatte. Den Zettel darin las. Das
Skandalös. Und die auf dem Zettel notierte Kombination verwendete, um den Safe zu öffnen. Aha. Aber abgesehen davon erinnerst du dich an nichts. Das stimmt. Als ich zu mir kam, war der Passierschein für die Stadt weg. Hm. Okay, das war also der ängstliche Bursche. Mehr kriegt man aus dem nicht raus, oder? Nein, fort mit dir. Immer mit der... Ich, was in der... Nein, erzähl... Was, es sagt nach dem... Den, aber ab der Scheiße... So, das brauchen wir nicht mehr. Ja, ich hatte dafür gedacht, aber... haben wir das letzte Mal mit dem überhaupt geredet in der Kneipe? Bin mir da gar nicht so sicher, oder konnten wir mit dem gar nicht großartig reden? Keine Ahnung. Was ich jetzt mal noch kurz probieren möchte... Ja, können wir eigentlich die Feuerwerkskörper mit dem Fass hier verbinden oder so? Können wir nicht? Knallkörper? Moment, hä? Feuerwerkskörper? Und dann ist es ein Knallkörper? Hä? Okay. Können wir den jetzt eigentlich anzünden? Hä? Geht es? Das geht nicht, oder? Ach doch, geht! Hilfe! Und jetzt? Auf. Das funktioniert. Ja, jetzt fliege ich gleich die Luft, oder? Das funktioniert. Das funktioniert. Falltür. Schmeiß die Stange weg. Das mache ich mit der Dynamitstange. Schön. Ja, gut, dass sie nicht explodiert. Ich tue es immer nicht drüber. Das ist immer eine gute Idee. Also wenn ihr was habt, sowas immer irgendwo in den Koffer rein und gut ist. Können wir jetzt eigentlich mit dem... Das haben wir schon probiert, ne? Funktioniert auch. Augen. Okay, das Augen. Funktioniert. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was wir da machen können. Du. Die Truhe rennt wieder durch die Gegend. Warte mal, ich gehe nochmal kurz rein. Augen heißt ja, ne? Ah ja, die üblichen weißen glänzenden Augen. Ja. Vermutlich gehören sie dem üblichen schwarzen grässlichen Ungeheuer. Ob's hilft, wenn ich die Melodie meines Lieblingslieds summe? Das wäre... Hier ist auch noch irgendwas, aber irgendwas brauchen wir hier, um da weiterzukommen. Wahrscheinlich Licht, aber ja, wir haben halt kein Licht. Können wir die Falltür eigentlich? Ne, können wir nicht doppelklicken. Okay. Gut, dann sind wir, glaube ich, hier auch erstmal wieder fertig. Kann man wieder, würde ich sagen. Okay. Ja, haben wir hier schon mal alles? Verlasst Platz. Was war auf der Straße? Ach, da war der Bettler und so weiter. Wir können auch noch mal kurz in der Universität nachgucken. Da jetzt irgendwas anders ist. Er hockt da noch, okay. Gehen das funktioniert. Rein. Ja, den Eingang können wir nicht schließen. Das geht nicht. Ja, jetzt gucken wir erst noch mal, ob der Koch wieder in seiner Küche ist oder ob er tatsächlich endgültig gekündigt hat. Können ja sein, ne? Lalalala. Wir haben immer noch unser Dynamit in der Kiste, ne? Ne, also der Koch ist auf Dauer weg. Ne, der kommt nicht mehr. Gut. Teller. Können wir auch nicht brauchen. So, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir dem Erzmagier vielleicht Bericht erstatten? Oder warte mal, können wir vielleicht dem Affen befragen, wer das Buch geklaut hat? Das wäre doch nur eine heiße Spur, oder? Bibliothekar. Nun, wenn man genau... Ein magischer Unfall in der Bibliothek hat den Bibliothekar in einen Orang-Utan verwandelt. Ja, das wissen wir doch schon, oder? Seitdem hat er allen Versuchen widerstanden, ihn... Ja, das können wir abbrechen hier. Das haben wir nämlich schon alles. So, Herrliches Wetter heute. Ah. Es könnte schlimmer sein. Stell dir nur vor, dass es etwas anderes regnet. Zum Beispiel Katzen und... Ach, jetzt habe ich das Wort vergessen.
Katzen und... Hunde. Katzen und... Hunde. Hab ein wenig Geduld. Katzen und... Katzen und... Du kriegst gleich wieder auf den Deckel eigentlich. Der wird Hunde, zu ungeduldig. Genau. Hunde. Du hast bestimmt gedacht, dass ich den Satz nicht ohne ein Tier zu Ende bringe. Wie? Boing. Ja, auf Tier reagiert er allergisch. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Das weißt du doch. So, ja, wir können ärgern. Hast du einen Kamm oder so? Ich meine, wenn du schon eine wichtige Bibliothek leitest, so solltest du mehr Wert auf dein Äußeres legen. Wie wäre es, wenn du dir an Menschen ein Beispiel nimmst, ihnen in gewisser Weise nachäffst? Nein, du kannst mir nichts am Zeug flicken. Diesmal bin ich zu schlau für dich gewesen. Ich habe nachäffen gesagt, nicht Tier. Mist. Eselskarren. Hast du den Entschuldige bitte. Hast du das Buch Recoglimentos nie versagender Drachenhortfinder? Verstehe. Ja. Ja, ich denke schon. In der Tat. Ich verstehe nichts. Gibt es hier sonst noch jemanden, mit dem ich sprechen kann? Du weißt schon. Jemand, der kein Tier ist. Bingo! Ist es klar? Nein. Ich kehre später zurück und hole mir ein Buch. Ja, ich habe aufgegibbon. Nein, nicht aufgegibbon. Ich meine, Mensch, hier könnte man zum Tier werden. Oh, verdammt! Bingo! Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Ja, das darauf reagiert allergisch. So, nochmal der Quasi-Raum, wo du jetzt geheißen hast. Hallo, du alte Molluske. Was kannst du mir über den L-Raum erzählen? Ja, ich verstehe. Ja. Aha. Tja. Ja, verstehe. Du meinst also, der L-Raum gibt nur Bibliothekaren die Möglichkeit zur Zeitreise. Und die ganze Sache ist so kompliziert, dass sie nicht mit Gesten und Grunzlauten erklärt werden kann. Aha, dachte ich mir. Wenn ich in den L-Raum wechseln müsste, um in die Vergangenheit zu reisen, könntest du mir dabei helfen? Gut, dann sagen wir mal Ade. Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu... Ja, okay, also wir können hier nicht wegen dem geklauten Buch fragen. Das ist schon mal schlecht. Jo. Tja. Dann würde ich mal sagen, dass wir für heute Schluss machen. Es sind hier fast bei 35 Minütchen. Und ja, ihr wisst ja, immer so 30 bis 40 Minuten die Folge ist bei mir ganz okay. Ja, dann sage ich auf jeden Fall Tschüss, bis denne und danke fürs Zuschauen, euer Lego.